Haus lebt eigentlich von der Club-Atmosphäre. Die House Session ist ja ursprünglich von Jeles ins Leben gerufen worden, um die verschiedenen House-Tänzer so ein bisschen zusammenzubekommen. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich die House Session weitermache, um Leuten einen Platz zu geben, wo sie trainieren können, wo sie sich austauschen können, Fragen stellen können, mehr über diese Kultur erfahren können. Ich würde von mir sagen, ich bin Tänzerin. Also dafür liebe ich auch zu viele Musikstile und ich habe auch 1,5 Jahre Salsa getanzt. Einfach weil ich auch meinen Hausstil natürlich irgendwie ein bisschen polieren wollte, aber auch von der Musik. Also ich mag auch Funk, ich mag auch Popping-Musik ab und an mal. Also auch wenn ich Salsa tanze, ich habe immer noch diese flowy Bewegungen in dem Sinne drin, aber trotzdem bewege ich mich gerne dann auch zu anderer Musik und deswegen identifiziere ich mich als Tänzerin. Ich habe ursprünglich 15 Jahre Leichtathletik gemacht, war auch 5 Jahre Trainerin und habe dann aber irgendwann auch gesagt, so jetzt zum Studienbeginn, irgendwie was Neues muss mal her und wollte auch so einen Cut einfach machen, weil ich mich auch gerade in der Leichtathletik nie so wirklich zu 100% supported gefühlt habe. Und es war halt immer so, am Ende des Tages bist du der Einzelkämpfer und dann bin ich da rausgegangen erstmal mit nichts. So, oder Leerlauf. Und ich bin auch nicht der Typ, eine Sache einfach so hobbymäßig zu machen, sondern ich möchte das dann auch wirklich da reingehen. Ich möchte mich da auch wirklich vertiefen. Ich könnte selbst morgens in der Küche stehen und ein nicer Song läuft und ich fange an zu tanzen. Warum auch viele Tänzer im Übrigen angefangen haben, ist ja gar nicht wegen den Battles, sondern einfach wegen der Leidenschaft zur Musik. Oder aus dem Herzen heraus. Also dieses Motiv, warum tanze ich eigentlich? Für mich kommt da auch so ein bisschen natürlich mein Glauben mit rein. Und das ist für mich auch ein Motiv, warum ich dann sage so, gut, wenn jetzt hier alle weg sind, dann mache ich es für Gott. Ich bin eine Frau, aber manche Aspekte sehe ich rein als Tänzer, Tänzerin, jetzt unabhängig vom Geschlecht. Und du musst dich auch nicht dafür verstecken. Also gerade in der Hip-Hop-Kultur ist es ja oftmals so, Frauen tragen dann irgendwie Baggy-Pants und weite Hoodies, um gar nicht mehr sozusagen als Frau wahrgenommen zu werden. Weil sie wissen, manchmal wirst du als Frau auch einfach wirklich benachteiligt. Da wird dann gesagt, ja, für eine Frau tanzt du gut. Ich glaube, fast jede Frau hat in irgendeiner Art und Weise auch Sachen erlebt, die auf jeden Fall irgendwie nicht angenehm waren, auch in so einem sexuellen Kontext und klar auch beim Tanzen. Ne? Also es mag dann irgendwie beim Partnertanz sein, dass die Hand irgendwo hingeht, wo man sich so denkt so, ey, frag mich doch einfach vorher so nach dem Motto. Aber ich glaube, da wo es schwierig wird, ist, wenn es diese Hierarchie gibt. Und ich glaube, da sind auch gerade zum Beispiel Tanzlehrer, also in dieser lehrenden Verpflichtung oder Position verpflichtet, wirklich darauf zu achten, eine gewisse Grenze zu haben und auch zu ziehen. Viele Frauen sind ja noch gar nicht in dieser Lage. Die kommen erst ganz neu in diese Kultur rein und werden erstmal so voll erschlagen. Und ich glaube, gerade für die ist es wichtig, eine Anlaufstelle zu geben, auch zu sagen, okay, ich bin eine Frau, ich habe diese Sachen schon mal durchgemacht. Und ich kann dir auch zeigen, wie es für mich funktioniert hat. Natürlich, für dich kann es anders funktionieren, aber ich kann dir eine Hilfestellung bieten.